Der Businessmann macht Businessmann. Ja, das ist cool. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf unserem YouTube-Channel. Heute am nicht ganz so sonnigen Freitag, aber dafür hatten wir die letzten beiden Tage ziemlich warm hier in Dortmund. Ich glaube, auch im Rest von Deutschland war es ziemlich warm. Ich begrüße euch heute mit einem Anteasern für ein Release von unserem schönen T-Shirt. Denn es gibt Neues von Enjoywear. Und zwar ist es einmal dieses T-Shirt mit diesem Logo. Ein Extreme Oversized oder ein Big Oversized. Genau, kann ich ja auch sagen. Das ist zum Beispiel gerade Größe S. Ich trage ja eigentlich S oder M. M passt mir auch ziemlich gut, aber ich fand jetzt S irgendwie ganz passend. Ja, werdet ihr die nächsten Tage sehen. Wer uns auf Instagram folgt, wird ein bisschen zugespammt mit ein bisschen Werbung von uns. Abgesehen von dem T-Shirt in Oversize und einem etwas dickeren Stoff, können wir auch sagen. Mhm. Ja, besticktem Logo. Das Logo ist jetzt einfach nur einzeilig. Normalerweise ist unser Logo ja so. Sieht man das? Ja. So, das und zeitgleich werden wir, das geht T-Shirt und, jetzt habe ich das sehr durcheinander erzählt, ein schönes Hemd. Ja. So, ein Hemd, hier ist auch nochmal unser Logo, da ist auch richtig drauf. So, ein Hemd in diesem schönen Muster, Baseballkragen, einen Schnitt, der etwas lässiger ist. Ich kann das Ganze ja mal anziehen, dann sieht man das ja. Also, wie lässig das sitzt. Ist einfach ganz cool, sitzt halt sehr lässig. Das und das genau in einer Woche, das heißt am 12. August um 12 Uhr geht es los auf unserem Shop www.enjoy-folie.shop. Blenden wir hier nochmal ein, gibt es auch unten in der Beschreibung nochmal. Und nächste Woche Freitag um 12 Uhr könnt ihr die Sachen dann gerne fleißig bestellen. Ja, ein bisschen mehr zu den Sachen. Informationen kommen auch die Tage nochmal auf Instagram. Ja, so sitzt das Ganze, ne? Ist gut für den Herbst, ne? Also das ist es gibt ja Übergangsjacken. Ja. Das ist jetzt keine Jacke, hat keine Eingrifftaschen, ist von innen nicht zusätzlich gefüttert, sondern wirklich nur das reine Hemd. Okay, hier hat man so eine kleine Tasche, ist aber eher so für die Optik. Egal, ist auf jeden Fall vom Schnitt her ganz, wir nennen es einfach mal sehr zeitgemäß, sehr modern. Ja. Sehr, es fittet gut, ja. Sitzt ganz cool. Bilder dazu könnt ihr dann auch auf unserem Shop sehen. Gibt es nochmal ein paar verschiedene. Gibt es auch die Informationen, welche Größe, welche Kilo, welche Größe ich dann trage, dass ihr einfach schauen könnt, was vielleicht zu euch passt. Größen haben wir von bis? Größen T-Shirts. Fangen wir erstmal mit den T-Shirts. S, M, L, XL, XXL. Das hier, das hier, scheiße, jetzt weiß ich selber nicht mehr. Ich muss auf die Liste gucken. S, M, L, XL. Ich bin mir nicht sicher, ob wir XXL haben. Ich glaube, nur bis XL. Schaut im Shop nach. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Tut mir leid, das ist gerade sehr schlecht von mir. Ja, das Problem ist, ich werde es erst nach diesem Video alles einsortieren. Das ist der Grund, warum ich das nicht mehr genau weiß. Weil die Produktion liegt schon etwas zurück. Hat ein bisschen länger gedauert. Aber wir kommen jetzt in der nächsten Zeit mal ein bisschen öfter mit solchen Sachen. Halten euch auf dem Laufenden. Der ist der, der heute nicht bestanden hat. Das ist der. Trinkst du nie was anderes, ne? Doch, Wasser. Ja, kastenweise. Soll ich sagen, womit ich mich den ganzen Tag ernähre an Getränken? Zeig mal. Schöne, gut und günstig. Ich mache jetzt Werbung für meinen Lieblingsladen, Edeka. Ja. Ja. Gut und günstig, Multivitamin. Ist sehr gesund, natürlich auch ein bisschen mit Zucker, aber trotzdem gesund. Ja. So, ansonsten haben wir hier auch einer meiner Lieblingsmarken, Rheinfels. Schöne Grüße ins schöne Duisburg. Ja, Duisburg wird es hergestellt. Ja. Guck mal, mit Lemon. Aber trinken viele tatsächlich. Ist gut. Ist mir egal, ob es recht trinkst. Ich mag's und auch das mag ich. Ja, deswegen ist es immer schön gekühlt. Das ist so meine Getränke, ne? Zu Hause, weißt du, was ich am liebsten trinke? Kann ich die Leute ja mal mitnehmen. Mein Lieblingsgetränk, ich trinke sehr gerne. Schöne Grüße auf jeden Fall an Mohamed Aziz nach Lübeck. Denn er sagt nämlich, das ist sehr ungewöhnlich, wenn man eine Fanta trinkt. Verstehe ich. Echt? Fanta ist Baba. Ich trinke Fanta voll gerne, weil ich trinke zum Beispiel gar keine Cola. Ja. Ich trinke halt gerne Fanta. Das stimmt aber. Ja, aber mein Lieblingsgetränk ist trotzdem nach wie vor ein richtig schönes, gekühltes Vitamalz. Ja. Nice. Eine Pfeife dabei. Ja. So ist das bei mir. So, wir springen jetzt zu dem Fahrzeug und zwar war das der Tesla. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz drauf ein. Der steht da vorne, deswegen laufen wir dahin. So, und zwar ist der Tesla ja komplett in diesem schönen Orange Metallic gekommen. Draußen in der Sonne sieht man den Effekt natürlich schöner. Das Einzige ist eigentlich nur das mit den Spiegelkappen. Die Spiegelkappen sind schwarz, passen mehr so oder weniger zum Dach. Ja, so als kleinen Kontrast. Die Türkenfarben haben wir mitgemacht. Die waren vorher zwar auch in schwarz. Aber sieht aber gut aus. Ja, ich finde es auch schön, aber ich finde die Fläche der Tür ist halt nicht unterbrochen.
Ich finde das mit so einem Türgriff dann in Schwarz, finde ich das so unterbrochen, dann finde ich es nicht schön. Aber ist ja Geschmackssache. Ja, den Carbon-Spoiler, der eigentlich original Carbon ist, haben wir nochmal abgedeckt in Schwarz. Macht man ja so. Das Carbon ist ja nicht wertig. Ne, sieht natürlich auch, ist auch in Schwarz gekommen, aufgrund des Kontrastes. Passt natürlich deutlich besser, als wenn er jetzt in dem Chrom, auch in dem Carbon matt ist. Ja, das war's mit dem Fahrzeug. Ja, schön. Da wir ja die Tesla Modell 3 Woche haben, springen wir als nächstes zu dem nächsten Modell 3. Da. Wieder Zeitblase, weil der ist ja jetzt da. Hm. Aber jetzt springe ich auf heute Morgen und sag den erstmal an. Richtig. So, da gehen wir jetzt mal, wo standen wir? Wir standen da, also gehen wir dahin. Genau. Machen wir sowas jetzt eigentlich öfters mit dem Fernseher? Nein, das ist eine Ausnahme. Willst du es trotzdem mal zeigen, den kleinen Fernseher? Boah. Also wir haben uns ja was gegönnt, ja, damit wir die Playstation, damit wir unsere Playstation in den Pausen oder nach Fern zocken mal zwischendurch ein bisschen Playstation, genau. Haben wir gesagt, Homer, und gibt es den größeren Fernseher, ne? Ja. Jetzt haben wir nur das Problem, dass der Rahmen weiß ist, was stört, deswegen wollen wir den schwarz machen. Das Ding ist halt, also ich kenne Leute, die haben nicht so ein großes Bett. Ich zum Beispiel. Du, ja. Ist halt, ne? Nein, ist natürlich nicht für uns. Ist, in einem Kundenauftrag wird der Rahmen jetzt in Schwarz foliert. Ist auch kein Fernseher an sich, sondern es ist ein Whiteboard. Ja. So, Whiteboard, was ist der Unterschied? Da kann man drauf. Da, guck. So ein Größenverhältnis, ja? Ich meine, der ist keine 1,50, der ist zwar auch keine 1,90, aber ja. Schon ein bisschen was dran, ne? Die Whiteboard ist halt einfach eine digitalisierte Tafel. Genau so sieht's aus. Ist jetzt nicht die Qualität wie bei einem HQ-Fernseher. Genau. So, bin sofort wieder da. Ja. Ja, Fahrzeug. Tesla Model 3 Performance. Fertig foliert. Fertiges Ergebnis ist hier. Viel gibt es nicht zu sagen. Also Farbe, mega geil. Kommt draußen ein bisschen besser zur Geltung. Leider heute ein bisschen wenig Sonne. Sogar eher ein bisschen trüb und ein bisschen regnerisch. Psychedelic. Flip, ach, Psychedelic. Nee, der Kollege. Achso, ja, den habe ich gerade gesehen. Ist direkt ein eingenistet hier. Fühlt sich wohl. Ja, auf jeden Fall. Folierung komplett in diesem schönen Grau-Matt mit diesem schönen... ja, wir nennen es jetzt mal Regenbogeneffekt. Ja. Ja, das ist aber auch nur sehr dezent. Das kommt nicht immer zur Geltung. Wenn wir jetzt gucken, wo es ein bisschen dunkler ist, da kommt es nicht so gerade, da springt es einen nicht an. Deswegen finde ich das zum Beispiel nicht ganz so schlimm. Also nicht ganz so Effekt, vom Effekt her nicht ganz so schlimm. So meine ich das schlimm. Ja, also nicht falsch verstehen, falls Leute was haben mit einem höheren Effekt. Ja, an sich ein paar Sachen schwarz gelassen, wie zum Beispiel, ne, die Fensterleisten sind sehr schwarz geblieben, die Türgriffe. Spiegel haben wir in Wagenfarbe mal mitgemacht. So, dann gehen wir jetzt mal auf eine Sache nochmal speziell ein, und zwar das Tesla-Logo. Haben wir jetzt hier als relativ reingebracht. Finde ich halt sehr geil, ne? Ja. Ist halt, der Effekt ist halt geil. Immer noch, sage ich immer, ist der geilste Effekt, den man mit Folie ziehen kann. Relief. Hinten auch, ne? Hinten auch. Hinten haben wir das SpaceX. Ja. Und ja, sieht auch ganz gut aus. Was wollte ich noch zu diesem Fahrzeug sagen? Weiß ich nicht. Ah, ich wollte sagen, genau. Riesendank an, wie nennt man das? Wie sagt man das? Also erstmal fangen wir so an. So, der Kunde hat eine weitere Anreise in Kauf genommen. Ja, kommt ja öfter mal vor, dass wir Kunden haben, was mich natürlich sehr glücklich macht, dass auch die Leute sich nicht scheuen von beispielsweise aus Bayern, ja, fast München, krass. Landshut, schöne Grüße nach Landshut von hier, mal eben so 6 Stunden, irgendwie über 600 Kilometer hier hinfahren. In dem Fall sogar einfach 3 Tage hier in Aufenthalt mitfinanziert, so gesehen. Abgesehen von der Zeit, und dann natürlich wieder runterfährt. Aber ich denke, das Ganze hat sich gelohnt oder wird sich lohnen. Und wünschen dem Besitzer auf jeden Fall viel Spaß. So, euch jetzt auch viel Spaß, denn für euch gibt es jetzt den Porn. Fahrzeug geht raus, Porn geht ab.